Die eigenen Videos zu downloaden kann aus vielen Gründen sinnvoll und notwendig sein. Viele Leute greifen dann aber zu ineffektiven, komplizierten Methoden, versauen sich so die Qualität oder verschwenden auch einfach ihre Zeit. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure eigenen YouTube-Videos downloaden könnt, auch ganz ohne Zusatzsoftware oder sonst irgendwas. Viel Spaß! Hey, ich bin Vo und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube. Wenn du neu bist, dann lass doch jetzt ein Abo da, um auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ein paar von euch kennen ja vielleicht mein Video zum Thema YouTube-Videos downloaden. Auch wenn es die dort vorgestellte Seite gar nicht mehr gibt, durch hunderte Kopien ist das Video auch immer noch aktuell, weshalb es hunderte von Views am Tag anzieht. Und einige davon kommen auch von Leuten, die einfach ihre eigenen Videos downloaden wollen. Und hier kann ich euch sagen, gibt es eine deutlich effektivere Methode. Die eigenen Videos zu downloaden kann ja aus mehreren Gründen Sinn ergeben. Zum Beispiel, wenn man die Originaldatei einfach verloren hat und man sie wieder auf dem Rechner haben will. Oder zum Beispiel auch, wenn man ein Best-of schneiden will. Doch deswegen auf Download-Seiten oder sogar Software zurückzugreifen, ist nicht nur zeitaufwendig und ineffizient, es ist auch einfach unnötig. Denn YouTube bietet selbst eine Funktion an, mit der man seine eigenen Videos downloaden kann. Wie das funktioniert, zeige ich euch nun mal im Hintergrund. Die Funktion gibt es übrigens sowohl im neuen als auch noch im alten YouTube Studio, wir nutzen aber dafür jetzt natürlich erstmal das neue. Hier müsst ihr erstmal in den Videomanager gehen und wenn ihr nun mit der Maus über ein Video geht, dann tauchen hier mehrere Symbole auf, unter anderem für die Videodetails, die Analytics und so weiter. Weiter rechts findet ihr dann drei Punkte und wenn ihr da draufklickt, öffnen sich weitere Optionen. An vorletzter Stelle findet ihr dann auch schon den Punkt Herunterladen, wenn ihr darauf klickt, startet der Download sofort. Wichtig ist allerdings, dass die Qualität des Downloads deutlich schlechter ist als vom Original. Zwar ist es immer noch deutlich besser, wenn ihr YouTube selbst nutzt anstatt irgendeines externen Downloaders, aber in meinem Fall fällt hier auf, dass das Video nur noch ca. 10% der Dateigröße hat im Vergleich zum Original. Das liegt vor allem daran, dass YouTube die Videos deutlich komprimiert. Vielen von euch wird ja bestimmt schon mal aufgefallen sein, dass die Videos auf der Festplatte generell deutlich besser aussehen als auf YouTube. Aber auch auffällig ist, dass diese Datei jetzt nur noch HD ist, also 1280x720p, während das Original Full HD, also 1920x1080 groß ist. Diesen Qualitätsunterschied solltet ihr also bedenken, weshalb es sich auch nicht lohnt, YouTube zu nutzen, um eine Datei von einem Gerät zum anderen zu schicken. Dafür nutzen viele ja auch WhatsApp, aber auch davon kann ich auf jeden Fall abraten. Für sowas würde ich euch richtige File-Sharer, wie zum Beispiel Google Drive empfehlen. Wie man das nutzt, habe ich tatsächlich schon mal vor einem Jahr ganz grob in einem Video erklärt, wo es eigentlich darum ging, wie man Thumbnails zwischen Geräten hin und her schicken kann. Das Video verlinke ich euch hier mal oben in der Infokarte. Ihr seht also, die eigenen YouTube-Videos zu downloaden ist recht simpel. In diesem Fall braucht ihr euch ja auch ums Rechtliche dann keine Gedanken zu machen, weil es sind ja letztendlich immer noch eure eigenen Videos. Wenn ihr eure Videos aus welchen Gründen auch immer also nochmal downloaden müsst, dann empfehle ich euch es definitiv direkt über YouTube zu machen. Wenn euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Außerdem würde mich interessieren, ob ihr diese Funktion schon mal genutzt habt, weil ich selbst habe sie ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video, haut rein Leute und ciao!